Hey, kommt auf dem Kanal eigentlich eh was wieder etwas anderes? Naja, eigentlich. Heute habe ich sogar mal einen Plan, was wir machen. Ich verrate ihn allerdings noch drauf. Nein, scheiße. Nein, es ist eigentlich recht einfach. Ich probiere etwas, was so aussieht wie die ganzen schlechten Replikas aus den frühen 2000er Jahren. Genau aus dem Teil habe ich mir das ausgewählt. Eigentlich vor allem mit dem Ding hier vorne. Aber ey, man kann ja nicht alles. Naja, gut. Ich glaube, ich habe mich geirrt. Ich kann alles. Also machen wir das einfach mal so schrecklich wie möglich. Also eigentlich muss ich einfach nur ein bisschen meinen Charme walten lassen. Wird es so? Okay, das sieht selbst aus. Das erinnert mich an das Abstürzen. Das Flugzeug. Also, ich glaube, ich habe alles eingestellt, was man einstellen kann. Leider. Ich wünschte, man könnte es hier noch ein bisschen rausziehen. Was wäre die beste Farbe? Also, wie ich weiß, kommt Pink immer sehr gut an. Gleiche gilt natürlich für das. Und weil wir es gerade so schön haben, kommt natürlich auch noch da etwas. Okay, mir gefällt vor allem, wie da die Karosserie durchschaut, weil das zeigt schon mal so das Richtige. Also, was ja bekannt ist für so schlechte Replikas, ist, dass darunter immer noch irgendwie ein Auto raus schaut, das original mal war. Also, packen wir hier einfach irgendwelche Pop-ups rein, die überhaupt nicht reinpassen. Und dann packen wir hier irgendwelche schlechte Supercar-Lichter drin, die so aussehen, die sagen, what the fuck, wie riesig. Das sieht doch so aus, als könnte es da wirklich sein. Ich nenne es einfach mal den Upside Down McLaren. Wunderbar. Dann brauchst du natürlich noch zwei Kühlergrill. Der eine, der so aussieht, als würde er tatsächlich vielleicht sogar noch reinpassen. Und dann irgendetwas pothässlich, wo irgendwie irgendwo dazwischen gequetscht ist. Und so überhaupt nicht dazu. Wow, ich glaube, ich nenne das Pinocchio-Mobil. Also, das Pinocchio-Mobil besteht mittlerweile aus einem GTR, aus einem Trans Am, aus jedem Auto aus der 90er und aus einem McLaren, der auf dem Kopf ist. Und natürlich aus einem Pinocchio. Eigentlich niemals hier wäre, also ja, hätte man sehr viel Geld für etwas. Boom. Okay, ich glaube, pothässlich würde dem Teil ein bisschen besser passen. Aber pothässlich heisst du, dass Teile der Aufnahme, die ich löschen weil der Sound die ganze Zeit kaputt ist. So, dann haben wir noch wunderschöne Rücklichter. Die sind natürlich aber auch wichtig. Dann, oben dran, kommt der Kompressor. Ich sage einen. Ich meine natürlich zwei. Naja gut, eigentlich habe ich noch gesagt einen. Was ist besser als zwei? Naja, ihr seht es so. Drei. So, wunderbar. Ich weiß noch nicht, was genau das bringen sollte, wenn es nach oben schaut, aber naja, wir irgendwie... Für den Fall, dass man hinterste von einer Clip runterfährt, ist bestimmt irgendwie hilft. Natürlich braucht es aber auch hier hinten noch einen. Das ist natürlich kein richtiges Auto. Selber muss natürlich unten raus schauen. Wunderschön. Dann braucht es natürlich noch Blinker vorne. Nein, braucht es nicht. Kommst aber trotzdem über. Schön hier unten. So nah zusammen, dass auf der Entfernung niemand genau erkennt, was gerade abgeht. Okay, so nah zusammen. Sind es auch wieder nicht. Aber ich habe dann gesagt, dass, oh hey, ich habe etwas gebaut, das nicht komplett zum Kotzen aussieht. Das Wunder. Jetzt bitte jedes Mal immer nur auf das Teil schauen, weil das halbwegs gut ist. Okay, gut. Ich glaube, Fehler war das. Okay, nein. Nein, eigentlich nicht. Das ist wunderbar. Das Gutes können bauen und dann nachher dafür sorgen, dass es immer nur so aussieht. Weil ich brauche das Teil noch als Sonnendach. So, damit du dann schön raus schauen kannst. Nicht? Und dann fette. Perfekt. Ups. Hallo? Ja. Okay, Türfalle ist natürlich auch noch sehr wichtig. Multimillionen-Dollar-Teil kommt natürlich billigste Dinge rüber, die ich finden konnte. Aber das soll ja eine Replika darstellen. Irgendwie ist das so schrecklich, dass da vorne auch ist, zu etwas eigenem geworden und unausdrückt. Also muss ich das Ganze mit Truck-Rücklichter füllen. Dann vorstellen, der Pinocchio Truckery. Gott, nur das Detail macht es schon so viel schrecklicher. Wo genau sind, also da steigt man rein, das heisst, man hockt ungefähr da. Das heisst, das Teil wird direkt einfach durch das Auswählen blockiert. So, natürlich braucht es noch eine Nummernschild. Am besten hier hin. Zeigen, wo da die Ami sind. Gar nicht gefallen lassen. Und hier vorne drauf gibt es natürlich noch eine wunderschöne Kühlerfigur. So, das kann ich auch sehen, aber ey, sieht nice. So, was sind denn die schwulsten Räder? Ich würde sagen, die. Oh Gott, nein. Okay, die. So, was die Auspuff angeht, und ich kann das mal ein bisschen enttäuschen. Und zwar gibt es eigentlich nur hier vier kleine Röhrchen. Sieht nice aus, ganz hart. Kein grosses Auspuff für das mal. Kein so ein Geschick. Ich will es zwar nicht, aber jedes Mal, wenn ich so einen Scheiß mache, muss ich das irgendwie sogar so? Keine Ahnung, aber ist trotzdem jedes Mal wieder. So, vorne gibt es noch eine Anhängerkupplung, damit wir auch die Sachen anhängen können. Also, was passt denn am besten zu dem? Ich würde sagen, hinten Heckantrell. Übersetzt. Natürlich, lass die Teile oder so ähnlich. Der Motor muss natürlich stützen. Da fällt mir ein, ich habe das mal gar nicht neu im Tor. Welchen Motor habe ich verwendet? Ah, wird schon gut. Starke Bremse, das Teil muss ja irgendwie anhalten, oder? Natürlich Abtrieb und irgendwie da so Sachen und so Sachen. So, Interieur. Ich würde sagen, da packen wir eine Bank rein, aber nichts an Qualität. Nichts an Haltung. Nichts an Sicherheit mehr natürlich. Federung. Ich würde sagen Luftfederung. Dem hat noch nie irgendein Problem gehabt. Gelände natürlich und auch hier durch das Offroad-Set. Wow. Tiefer liegen. Wow, das Teil wiegt 1,4 Tonnen. Warum wohl? Okay, wow. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein gutes Getriebe baue. Das auf Anhieb. Nicht, als ob 310er schmal wäre. So, Bremskraft haben wir, glaube ich, genug. Sehr schön. Ja, sieht auch gut aus. Jetzt haben wir da noch 8 Flügel und ein bisschen Downforce reingebaut. War, was hast du eigentlich zum Eben? So, Sicherheit haben wir natürlich auch keine Qualität, sonst wäre es ja noch irgendwie sicher. Warum auch immer der jetzt nur noch 1,3 Tonnen schwer ist. Allerdings, wunderschön Teil, muss ich sagen. Mit 7 Kompressoren. Keine Ahnung, ob das Spiel irgendetwas bringt, aber noch. Freut mich, wo der Schwerpunkt ist bei dem
Auch schön, dass wir 127 km/h Topspeed haben und nach 28 Sekunden Pfund km/h sind. Also, kaputte Drehzahlanzeige, check. Sounds sind nicht existent, check. 136 km/h Topspeed auf der Geraden, check. 2,7 Grad Bankwinkel, übersetzt, check. Bremsweg von 30 mm. Also, nach 3 Minuten und 5 Sekunden hat das dann auch endlich mal unter Track geschafft. Wunderschönes Fahrzeug, wie wäre es, wenn ich es einfach mal exportiere? Bin wirklich hin und weg von dem Teil. Pinocchio Truck, revolutionär, muss ich sagen. 7 Kompressoren, wunderschöne Heckbord, viel schönere Front. Und glaub mir, der Auspuff wird garantiert keinen Widerstand. Gar keinen Fall. Könnte es sein, dass der einzige Grund, warum mein letztes Video so viel Erfolg hatte, war, weil es Supra im Titel hatte? Ich ändere das mal und schaue, ob ich es weiterhin so stabil bleibe. Oh wow, der Export braucht eine halbe Ewigkeit. Warum wohl? Ui, schau mal. Eigentlich machen so Sachen immer nur Spass und dann nachher irgendwie bleibt es bis am Ende da. Oh, leck. Grandios. Ich kann erfolgreich sagen, neben den weissesten Reifen von allen weissen Reifen, hat es tatsächlich einen Teil, der nicht mal so schlecht ist. Und wenn wir mal die Seitenansicht nehmen und uns das riesige Rohr hier oben wegdenken, naja, ich habe schon bessere Jobs gemacht, um etwas schrecklich ausgesetzt. Also ich muss sagen, die drei Teile hier, die sind echt so untrennbar. Sie passen wirklich zusammen wie Hand in Hand. Wunderbares Teil. Ich finde es übrigens auch super, wie es aussieht, wenn man das Teil hier hat. Moment, eben. Wunderbarer Klang auf jeden Fall. Also, würde ich sagen, hauen wir einfach mal den ersten Gang rein und schauen, wie sich das Teil. Nicht allzu viel Spannendes hier. Es ist langsam wie nichts Zeit. Aber ey, es fährt. Sieht nicht so aus wie ein Unfall beim Morgen. Und es sieht aus wie das Auto von der Zukunft, weil weiss. Ja, geiler Ort für Auspuff. Dann, wenn man bremst, dann geht es zugeben, dass von der Ferne, also so ungefähr aus, nehmen wir mal aus der Entfernung. Ja, noch nicht so, aus der Entfernung. Nehmen wir noch nicht. Von da sieht es eigentlich wie ein recht solides Auto. Echt härter so zu fahren. Sieht aber auch voll viel, wenn man so fährt. Warte mal, bremst geht. Das Licht ist wunderschön. Vorne sieht man direkt drei paar Blinker. Von innen gibt es eins. Das Teil sieht übrigens auch geil aus, wie ein gigantisches. Okay, es ist nicht nur aus der Entfernung. Das Teil fährt sich generell extrem interessant. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich mal so etwas mache wie einen Wettbewerb, so ein bisschen rausfinden, weil es ein geiles Auto ist? Ja gut, schmeckt eigentlich egal, was ich meine. Also die beiden, die sind einfach ein wunderbares Team. Kann man jetzt schon sagen. Schaut das mal an. Beide haben einfach keine Ahnung, was sie machen. Und er ist schon da. Ah, in dem Fall. Eine wunderschöne Kühlerfigur hier vorne. Auch ein wunderschönes Geräusch in der Seitlupe. Jetzt sehen wir nämlich. Also, mit dieser wunderschönen Zerstörung hier verabschiede ich mich langsam aber sicher. Hoffe, man sieht sich irgendwann mal wieder. Und ja. Aber nein. Also, tschüss und einen schönen. Und würde auf alles einen von euch, wenn ihr immer aufladet. Und selber irgendetwas extrem Beschissenes gebaut habt. Vielleicht kann ich auch mal etwas anderes machen, als immer nur selbst Zeugs. Vielleicht kann ich auch mal etwas anderes machen, als immer nur Videos über die Game.